Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind unterwegs mit Loof. Wir suchen eigentlich den mächtigen Alligator-Krokodil, das Urzeitding. Ja, das heißt irgendwie anders, aber das soll es irgendwo geben. Ja, wir haben es ja schon gefunden, aber irgendwie ist unsere Loof hier wohl falsch abgebogen. Jetzt gibt es erstmal Frühstückssaft. Wasser, meine ich. Ach, und dann essen wir noch eine Kleinigkeit, oder? Hier war doch ganz viel zu essen, auch in der Ecke. Einmal die Sinne nutzen. Ah, ganz viel zu essen. Magst du das denn überhaupt zum Frühstück? Ja. Okay. Loof mag gerne rote Beeren. Ja, dann essen. Diese dort auch? Sind die auch noch gut? Oder schon? Ausgereift. Okay, rein damit. Ja, den Müll schmeißen wir einfach dorthin. Wir haben schon gelernt, wie sich ein richtiger Mensch verhält. Das wäre so cool, oder? Wir könnten da oben raufklettern. Haben wir das nicht in der letzten Folge versucht und das hat nicht funktioniert? Ja, wir wollen ja auch gar nicht, eigentlich wollen wir gar nicht hier sein, aber hier ist es leiser. Aber wenn wir da in der Ecke sind, dann kennen wir das Gebiet irgendwie noch nicht. Oder? Da. Kennen wir noch gar nicht. Schlafplatz. Wir sind genau am Rand eines anderen Gebiets. Ach, was wir hier nicht haben, das sind diese Bäume mit diesen Stöckern hier. Nehmen wir noch einen mit? Nimm den anderen. Ja, sowieso, wir suchen weiter das Krokodil, oder? Ja, oder einen Weg darauf, damit wir den Ort hier beanspruchen können. Keine gute Gegend hier. Ach, das ist doch nichts. Zudem waren wir hier. Wir sind genau falsch rumgegangen. Wir müssen wieder zurück. Ja, wir müssen wieder in die Richtung. Wir müssen versuchen, da oben raufzukommen, wenn wir das Gebiet hier beanspruchen wollen. Beanspruchen? Ja, wenn wir keine Angst mehr hier vor dem Gebiet haben wollen, dann müssen wir wieder zurück ein Stück und gucken, ob es irgendwo einen Weg nach oben gibt dort. Was ist denn das immer? Wir haben doch geschlafen und alles. Gegessen, getrunken. Scheinbar haben wir nicht genug geschlafen. Oh, was ist das hier? Können wir da drin stochern? Inspizieren. Den Stock doch nicht. Wo ist der? Da ist er doch. Immer mit der Ruhe. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Okay. Und jetzt? Inspizieren nochmal. Nee. Du kennst doch wohl einen Stock. Den anderen. Hand wechseln.
Und inspizieren. Ich sehe doch, was du da dran hast. Oh, jetzt haben wir es. Verändern. Oh Mann, ganz schön anstrengend an sein Essen zu kommen, oder? Was ist das? Was hast du da? Skorpion, hä? Ist er gut? Magst du den essen? Ja, Hauptsache erstmal in den Mund reinstecken. Also, wir haben hier sogar Stocherlöcher zum Stochern. Aber wir haben keine Bäume mit Ästen und naja, so gut wie die andere Gegend ist es dann doch nicht. Doch, hier ist doch so einer. Ja, einer. Dafür haben wir aber ganz viele von diesen anderen Früchten und Betten könnten wir hier viele bauen. Können wir nur einmal stochern? Da, eine Schnecke. Naja, du hast ja gerade gegessen. Die Schnecke sparen wir uns auf für später. Marschproviant, ja? Ach, hier sind doch diese... Äste sind hier. Das ist ruhiger hier. Steine haben wir hier. Aber kein Basalt, oder? Wie es aussieht, ja. Doch, doch, doch. Viel sogar davon. Okay, keine anderen scheinbar. Ach so, Moment. Wir setzen uns hier oben auf den Stein und machen das. Können wir alles überblicken. Von hinten kann keiner kommen, glaube ich. Das ist gut. Ich höre es da knurren irgendwo. Ah, vielleicht ist es wieder nur unser Magen. Oh.
Okay, hier wird unser Faustkeillager. Leg das hier ab. Gut. Und den Stein vielleicht auch. Nicht gut. Naja, egal. Okay, dann kommt hier unser spitze Stocklager hin. Oder im Allgemeinen erstmal Stocklager. Nein, so nicht. Du musst es schon so legen, damit es hier oben liegen bleibt. Leg das hier ab. Gut. Sehr schön. Okay, Steine da, Stöcke da, Medizin. Vielleicht dort. Ja, aber hier kommt kein Krokodil hin und hier ein Bett. Oh, das wird ein schönes Baumhaus. Dann müssen wir den anderen noch beibringen, wie sie Betten bauen. Dann werden wir überall Betten bauen. Ah, prima. Jawohl. Überall werden wir Betten bauen und die ganze Gegend hier alles besiedeln. Ach, das geht ja nicht mit 8 Mann. Wie viele sind wir? 12, glaube ich. 6? Nee, wir sind mehr. Jetzt haben wir Durst. Ja, trinken ist doch da drüben. Was ist eigentlich, wenn man nach unten guckt? Ich glaube, wir sind hier raufgekommen, oder? Ja, ja, du hast Durst. Die Büsche mit den roten Blättern sind nicht hier. Du hast ja gar keinen Durst. Was hast du denn dann? Okay, das reicht. Wir haben sowieso keinen Durst. Ah, hier sind noch die anderen Steine. Gut. Oh.
im Wasser warten? Können wir auch? Der Baum ist gut. Okay. Ah, hier können wir noch mehr lagern. Also, da haben wir den Schlafplatz. Da haben wir die Stöcke, da drüben die Steine. Okay. Dann legen wir hier noch einen weiteren Stein ab mal. Ach nee, Moment. Erstmal müssen wir uns ein Werkzeug bauen. Genau. Dann können wir den Stein vielleicht tatsächlich hier oben lassen. Ha, er bleibt sogar liegen. Ist es denn der richtige? Was hast denn du da in der Hand? Was hast denn du da? Was hast denn du da in der Hand? Ach so, das ist der. Der richtige. Dann bauen wir hier die Werkstatt hin für Medizin. Schlafen direkt daneben Medizin. Leg den mal hier ab. Schön hier ablegen. Gut. Wo ist er? Oh, sag bloß, du hast den runterfallen lassen. Oh Mann. Den brauchst du doch da oben. In der Werkstatt. Ich sehe schon, wir müssen 3-4 Stück von den Dingern bauen, damit da oben ein Stapel entsteht und dann können die nicht mehr runter. Hey, schon wieder. Den suchst du jetzt aber. Wo ist er? Unentdecktes Zeug, das hast du alles wieder vergessen, oder? Wir haben doch hier schon geguckt überall. Aber wo ist denn der Stein, den du gerade hast fallen lassen? Ist er das? Einprägen. Merkt ihr das? Oh nein. Los, schnapp ihn dir. Der Werkstattbaum. Hoffentlich klappt's diesmal. Einfach hier hinlegen. Ja. Yeah. Okay. Liebe Welt da draußen, wir gehen schlafen und mühen uns in der nächsten Folge weiter ab. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Bleibt munter und gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.